isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk. Das kann man sich nur erträumen. Wenn es klappt, ein Tor! Augreiter hebt diesen goldenen Pokal hoch. Was geht ab, Skauer am Start, wo gesagt, nächsten Rematch, DFB-Pokal, Spiel, genau, heute ist Dienstag ist Rematch, DFB-Pokal, Time, oder Zeit, auf jeden Fall spielt heute, wie ihr ja hier seht, Bremen gegen Greuther Fürth. Ja Leute, muss ein bisschen gucken, ob ihr das alles so richtig erkennen könnt, so ein bisschen die Logos ein bisschen rechts. So, auf jeden Fall, erste Liga gegen zweite Liga, Bremen, erste für zweiter und trotzdem hat ja jeder die gleiche Chance. Weil die zweite Liga habe ich auch mit beigemischt, weil ich von der letzten. Vor allem, das ist voll schade, dass es bei Batchdeck 17, 18, also bei der jetzigen, keine zweite Liga gibt. Das heißt, dass es nächstes Jahr seinen Leiter keine zweite Liga-Mannschaft geben kann oder wird, geben wird. Das ist, finde ich, sehr schade von Tops. Auf jeden Fall, ihr kennt das Prozess der 15 Karten. Wenn dann immer noch 0 zu 0 oder unentschieden steht, gibt es dann 4 Karten und dann 4 Karten der Verlängerung und dann nach der Verlängerung Elfmeterschießen. Und das werde ich euch dann erstmal erzählen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, erste Karte hier von Union Berlin. Torjäger. So, die nächste Karte ziehen wir von hier in der Mitte raus. Und wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal. Ich kann keine Vereine sehen, außer die hier rechts. Ich möchte die hier in der Mitte rausziehen. Oder hier, ist egal. Mainz 05. Samperio. Stark. So, die dritte Karte ziehen wir von hier oben raus. Und die kommt hier von Darmstadt Fanpower Karte, die es ja im Adventskalender gab, genauso wie die Maskottchen. Sehr geil. Ja, wie gesagt, der Adventskalender wird es dieses Jahr wieder auch geben. Freue ich mich schon drauf. Mit schöner Weihnachtsmusik. So, Braunschweig ist nichts. Wie gesagt, die zweite Liga hat auch eine Chance mitzumischen. Kumbela. Ist doch so ein kleiner Star der zweiten Liga hier, Kumbela. So, dann fünfte Karte. Kommt hier Hannover 96, Martin Harnik. Ist ja beim Multipack limitierte Auflage, der Martin Harnik. So, dann haben wir hier, machen wir hier links oben, machen wir mal hier VfL Wolfsburg, haben hier Robin Knoche. Stark. So, dann haben wir als nächstes, ziehen wir von hier raus, Bielefeld, was ist denn hier oben? Schokolade, Fabian Klos von Bielefeld. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karte kommt von Kaiserslautern, Osave. Okay. So, dann kommt hier die 9. Karte. Ziehen wir mal hier raus. 9. Karte kommt hier von Ingolstadt Hartmann. Oh, was ist denn hier? Was? Guckt euch das mal an. Was ist das denn? Das Schwarze hier. Lol. Auf jeden Fall Hartmann. So, dann die nächste Karte. Das ist, glaube ich, schon die 10. Karte, ne? Ziehen wir hier von Schalke 04. Jonas Johannes Geis. Stark. So, dann die 11. Karte, die kommt hier von VfL Wolfsburg. Alter, wir sind immer andere Mannschaften, bloß nicht die spielen. Mann, da ziehen wir von hier oben raus. Und hier kommt die von Wolfsburg, wieder von Wolfsburg, wir rennen ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Karte. Also wenn ich jetzt eine Mannschaft von den zwei ziehe, war es das glaube ich schon. Oh, Würzburg.
haben wir hier Soriano, Elia. So, die 14. Karte. Die kommt hier oben rechts von Hamburg. Das sah gerade aus wie Manuel Neuer. Irgendwie vom Tong oder vom Aussehen. Und die letzte Karte, jetzt kann wirklich alles entscheiden. Die letzte Karte. Oh, es ist ein Stürmer, es ist ein Angreifer. Aus der ersten Liga allerdings. Ja, Vornamen Pierre-Emerick Aubameyang. Das heißt, Verlängerung. Verlängerung sind 4 Karten. Danach Elfmeterschießen. Ich hab's genießt hier. Oi, oi. So, die Verlängerungskarten und die Elfmeterschießenkarten. Die Elfmeterkarten werde ich jetzt schnell rausziehen. Oh, haben wir hier Alex Meyer von Frankfurt. Sorry, ich musste gerade von vorhin einander niesen. Das ist bei mir eben schlimm. Wenn ich einmal niese, muss ich dann nochmal niesen. Mindestens 3-4 Mal. So, und die letzte Verlängerungskarte, jetzt kann auch nochmal alles entscheiden. Es ist ein Abwehrspieler, nämlich Kleber Reis von Hamburg. Und ja, wieder ein Ergebnis von 1-0. Also, das ist schon langsam, ja, 1-0, 1-0, 5-0, 1-0, 1-0, 1-0. Dieses Mal wieder 1-0, also, oioioi, wieder Elfmeterschießen. Das ist ja fast in jedem Spiel Elfmeterschießen hier, das ist ja unglaublich. St. Pauli. Haben wir Leverkusener Rangquiz. Hat sich mal gleich mit raus hier, Köln und Leipzig. Etri Borust. Frankfurt, Makoto Hasebe. Erzgebirge, Aue Mennel. Augsburg, Kauibi. Sandhausen. Andrei Wooten. So, die nächste Karte kommt hier von RB. Ole, Alter! David Selke! Limitierte Auflage! Alter! Wenn jetzt RB Leipzig gespielt hätte, die hätten 3 Tore gemacht. Das ist übrigens auch so. Leute, jetzt habe ich mir gerade beschlossen, wenn ich jetzt im Elfmeterschießen von einer Mannschaft Limi oder Matchwinner oder sowas ziehe, zählt es dann 2 Tore. Stimmt. Ist zwar noch nie passiert, aber ja, es kann ja jetzt passieren, ne? Wieder RB Leipzig, Oliver Burke. So, haben wir hier Heidenheim. So, dann hier Mönchengladbach. Ibrahima Traoré. So ein erster FC Köln. Das gibt's doch nicht. Ich ziehe keinen von der Mannschaft hier. Leute, 68 München, lol. Hoffenheim, Sebastian Rudi, der jetzt wieder wie jeder weiß, bei Bayern spielt, 10.000. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Sonst ziehe ich immer Bremen. Dortmund war gerade hier offen. Braunschweig, wieder Kumbela. Wolfsburg. Ich ziehe hier nochmal den ganzen Tisch hier leer, ne? Augsburg Fanpower, cool. Ey, das gibt's doch nicht. Wieder Wolfsburg, Anolo. Das Bundesliga. Oh, Alter, limitierte Auflage von der Bundesliga, stark. Und Aaron Hunt limitierte. Alter, 2 Limis auf einmal. Was ist denn hier los? Krass. Schalke Mittelfeld, Sydney Sam. Stuttgart. Ich ziehe den ganzen Tisch leer, wenn das ist, wenn es das sein muss. Wieder RB Leipzig, Benno Schmitz. Wolfsburg, Schalke, Dortmund, Frankfurt, Dortmund, Leipzig. Ja. Wo ist mein Dembélé? Oioioi. Der Blase ist Mainz, Frankfurt, Hoffenheim, Darmstadt, Hamburg, Mainz, Darmstadt und wieder nichts. Hoffenheim. Ich sag mal, will mich hier verarschen oder was? Penny Blabla. Ich bin da jetzt bei Dresden. Stark. Bayern München, Joshua Kimmich. Stark.
Schalke, Schwomoting. Oh, mein Schwenner. Stark. So. Usman Dembélé wieder aus dem Trikot, stark. Max Meyer, Freiburg. Sommer. Ey. Was ist denn das? Adrian Ramos. Wolfsburg. Willi Orban, geil. Köln, Leverkusen, Hoffenheim, Schalke, Mainz, Köln, Darmstadt, Gladbach. Das. Ich glaube, so viele Karten haben wir noch nie gezogen hier. Heidenheim, Freiburg, Bielefeld, Bayern, Leverkusen. Sag mal. Ohne Limi. Von Mainz. Alter, sag mal, ich ziehe jetzt hier wirklich die ganzen Karten hier raus. Und jetzt ziehe ich hier Bre. Aber die Karte, die haben wir ja jetzt gesehen, die kommen weg. Bam. Finden wir hier als erstes Greuther Fürth oder Bremen sehen. Die Mannschaft kommt weiter. Bremen, Max Kruse, endlich. Endlich. Das gibt's nie. Bremen hat es geschafft, nach mittlerweile 2 Stunden. 2 Stunden Elfmeterschießen. Hat sich wirklich so angefühlt. Und guckt euch mal an, was wir hier alles ziehen mussten. Um einmal Bremen zu ziehen. Das ist doch nicht mal normal. Max Kruse, der Pokerspieler, schießt Bremen ins Achtelfinale. Und Greuther Fürth, wie er eigentlich zu erwarten war, draußen. Weil wir haben ja auch in den letzten Wochen bei Rematch Bundesliga Orakel und auch beim Rematch Pokal nichts gezogen von Greuther Fürth irgendwie. Ja, Greuther Fürth, tut mir leid, aber sie sind draußen. Und wir werden jetzt nochmal das Ergebnis eintragen. Und dann beginnt es nochmal. Beim Achtelfinale werde ich dann so eine Liste anfertigen. Und das werde ich dann mit reinschneiden und dann, könnt ihr auf jeden Fall nochmal das ganze Achtelfinale hier nochmal gucken, wie das aussieht. Also ihr hoffentlich wisst, was ich meine. Oder steht, was ich meine, sagen wir so. So, die Karten wieder hier mal wegpacken. So, mein schlauer Stift. So, Greuther Fürth raus und hier 1:0 SV Werder Bremen. Max Kruse hat getroffen. In 2 Stunden vor der Krimi. 1:0 Werder Bremen und damit ist Greuther Fürth draußen. Ja, wenn es geht, es wieder gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eure Daumen freuen. Und nächste Woche am 31.10. ist Halloween, da spielt Hamburg gegen Ingolstadt. Ich hoffe, dass ihr da seid, ihr wieder dabei. Ich bin raus, sage ich euch bis morgen. Skywalker. Bam.